Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Wie man sieht, wir haben immer noch nicht unser Auto wieder. Ach, da hinten ist das. Ja, komm, das holen wir uns schnell. So. Also, wir haben noch die Hauptquest. Gladio, na? Gehen wir. Komme. Guck mal da, die ganze Gang. Die ganze Lederoutfit-Gang wieder unterwegs. Wir müssen da nach hinten eigentlich, aber wir holen erstmal das Auto. Nachher eine kleine Pause? Du sagst es. Oh ja. Ah, wir brauchen natürlich jetzt erstmal wieder... War keine Absicht. Entschuldigung. Wir brauchen jetzt natürlich erstmal wieder unsere neuen... beziehungsweise, wir müssen was essen. Einfach ganz locker raus. Wir müssen was essen. Das auf jeden Fall. So. Oh, die Straße, das ist so einfach grafisch... Das Highlight überhaupt. Schlechthin ein richtiges Highlight. Da stehen wir, versperren die Straße, aber keinen Sturz zum Glück. So, Manuel. Hallo, ich bin Manuel. Okay, lass mal den Ignis fahren. Der Ignis. So, oh, da haben wir einen Parkplatz. Okay. Wir fahren aber erstmal hier wieder zurück. Was? Was? Hallo? Natürlich da, direkt dahin. Für 5. Ja. 5 Gil, das verkraften wir schon. Oh, Luna Freya. Die Verlobte von Noctis stammt aus der imperialen Provinz Tenebrae. Als Kind nannte Noctis sie. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ich finde das cool, dass sie sich so ein bisschen in die Haare kriegen. Ja, wuff, wuff. Versand. Ist jetzt rot Hauptquest? Nee, das ist Nebenquest, ne? Das ist eine Nebenquest. Das ist eine Jagdquest. Genau. Blau ist Nebenquest und die machen wir jetzt erstmal. So. Hey! Lass oh, Mann! Dann lauf mir doch nicht die ganze Zeit so in die Hände. Guck mal, wie die aufdrängen. Dann wundert sie, wenn ich den hier mache. Oder den hier. Oder auch den hier. So, da hinten müssen wir hin. Und da wird wahrscheinlich eine Bestie sein. Nehme ich mal stark an. Wenn da schon Marken von Verstorbenen sind, dann muss es ja einen Grund haben, warum die gerade da liegen. Das finden wir jetzt raus. Nachher eine Erntestelle. Kleine Pause? Allerdings. Erntezutaten an Erntestellen. Ach, da ist eine Erntestelle zum Beispiel. Gehen wir mal direkt hin. Bevor wir das aufheben. Ja, der Zaun hält uns auf. Auf jeden Fall. Seems like it. So, aufheben. Paprika. Na, kommst du jetzt auf ein neues Rezept vielleicht? Hm? Bei einer schönen Paprika-Zutat hier. Und untersuchen. Nur Bierflaschen. Oh. Das kam von da drüben. Was? 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 Was war? Da. Die Erkennungsmarke sichern. Da ist jemand rübergegangen. Und das nicht als menschliche Form. Hä? Oh. Da drüben? Hier entlang, glaube ich. Ist das noch hinter? Das ist hinterm Fels. Da müssen wir vorbei. Ach, Moment. Da ist noch was. Aha. Weichsteinsplitter. Ja. So, jetzt haben wir alles. Genau. Grünsteinsplitter und Weißwein. Weißstein. Nicht Weißwein. Weißstein. So. Lern sprechen, Kevin. Erstmal hier rum. Oh. Oh. Okay. Du weißt, was das bedeutet? Es wird wieder gekämpft. Boah. Yeah. Okay. Yeah. Gut gemacht, Ignis. Hier. Du willst dich doch nicht verstecken, oder? Schluss jetzt. Ja. Na, Überraschungsangriff. Wieder mal. Oh, das waren schon alle.
Oh, das war gar nicht mal schlecht. Technik B, ne? Alles andere S. Und da? Haben wir die Marke gefunden? Yes. Aufgabe aktualisiert. Wir gehen mal wieder zurück. Da liegen die ganzen Leichen, die Bestien. Am Anfang haben wir noch ewig gebraucht und jetzt kommen wir schon langsam in ein gutes Level. Würde ich mal behaupten, so gut wie es halt am Anfang. Wir sind ja noch voll mehr am Anfang. Wie man das am Anfang halt noch sagen kann. Guck mal, wenn er da durchgeht, ich finde das voll cool, dass dann diese Animation kommt. Zack. Tolles Wetter heute. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Oh. Was wäre da prompto entpromptonisiert worden? Wäre natürlich nicht so gut gewesen. So. Wow. Der ist einfach Tag und Nacht da. So ein harter Kämpfer, der Typ. Ihr habt die Marke gefunden? Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Diese Suchen stimmen mich immer traurig. Jede Marke, die man findet, schnürt einem die Kehle zu. Am besten nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Nee. Ah ja. Guck mal, ganz viele EP, das ist nicht schlecht. Und ein 10-mal Supertrank. Hey, wie läuft die Reise? Geht ab und zu mal jagen, okay? Natürlich, das machen wir. Seid gut drauf, was? Ja, immer. Immer. Supi. Richtig supi drauf sind wir. Wir haben jetzt, so wie ich es einschätzen kann, morgens um 10 Uhr. Ich glaube, das ist noch der Morgen. Früh am Morgen, wunderbares Wetter. Wie wäre es, wenn wir was essen gehen? So, hi. Willkommen. Hallo. Freundliches Servicekraft. So, Speisekarte. Alles ausgezeichnet. Schützt vor Gift, schützt vor Frosch. So, komm. Nur den hier. LP Maximum plus 300, also ich bitte dich. Einen kleinen Moment, bitte. Okay. Guten Appetit. Oh, lecker Pommes. Yes. Ich finde das echt gut mit dem Boost. Oh. Er entdeckt ein neues Rezept. Aha. Erstmal Pommes schön kopieren. Habt vielen Dank. Okay. Ich habe meinen ersten MI gesehen. Aha. Echt unheimlich. MI? Okay. Du findest das unheimlich? Ich finde das interessant. Ich würde gerne wissen, was das zu bedeuten hat. 2 Kilometer weit weg. Das ist natürlich für den Gladiolus ein Traum. Ein Träumchen. Ach, Moment. Na, super. Entschuldigung, Leute. Hier erstmal. Ich rolle mich mal sehr realistisch einfach hier rüber. Ah, okay, nicht mehr. Entschuldigung, ich muss da nochmal den hier machen. Weil irgendwie haben wir nur noch die ganz schwierige Jagdquest. Also momentan ganz schwierige Jagdquest. Ist etwas für euch dabei? Ah, okay. Ach, das ist alles für den Abend, ne? Guck mal, aber wie viel dabei rausspringt, das ist nicht schlecht. Goblin, das ist halt für nachts. Das ist halt für nachts, ne? Vielen Dank. Aha. Bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Okay, wir warten mal. Ach, deswegen können wir die Quest gerade nicht machen. Nichts überstürzen. So, haben wir jetzt die Quest? Schatten aus den Schächten. So, wo? Da können wir eigentlich sogar hinlaufen. Bevor wieder so ein Sieger kommt und wir das Auto stehen lassen müssen. Wäre zu schade ums Auto, ne? Natürlich, ich habe ja gesagt, wir machen jetzt nicht mehr so viele Jagdquests, aber... Es gehört einfach dazu und wir müssen einfach leveln. Und wir haben ja immerhin eine Taschenlampe dabei. Unterwegs, ne? Machen wir Licht. Oh. Du hast da was gefunden. Oh.
Geil, dass wir da nicht durchkommen mit dem Teleportieren. So. Verrostete Münze. Interessant. Boah, es wird gruselig. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Also von den Temperaturen vielleicht, aber... ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass so ein Siecher kommt. Das finde ich ganz schlimm. Die Siecher. Ich bin mal gespannt, wie die Goblins so drauf sind. Mal wieder ein paar neue Gegner. Wird auch ganz lustig vielleicht. Könnte lustig werden. Aber es ist dunkel und die Musik wirkt bedrückend. Da hinten ist irgendwas, was funkelt. Und da ist ein Fels im Weg. Oh. Na super. Eine Einladung erhalten von Jotin. Nein, Jotin, jetzt nicht. Danke. Okay, wir gehen hier durch. Was ist das für eine Hütte? Gibt's hier was? Da kann man nicht rein. Kann man hier... Okay, komisch, dass da nichts ist. Hier erstmal durch die ganzen Gebüsche durch. Ich muss das mit den Benachrichtigungen noch ausstellen. Habe ich völlig vergessen. Tut mir leid. Fundstelle. Hier können wertvolle Gegenstände gefunden werden. Ah, hier. Wieder einer. Da. Und da hinten sind schon die Goblins wahrscheinlich. Und nagen an den Knochen von verlorenen Seelen. Ganz deep und finster. Oh, jetzt sind wir wahrscheinlich zu hoch. Da hinten müssen wir aber sein. Ah, okay. Da geht's runter. Okay. Wo sind die Goblins? Hier müssten sie sein. Da! Oh. Die sehen ja fast menschlich aus. Da, diese kleinen lästigen Viecher. Du entkommst mir auch nicht. Überraschungsangriff, ha? Huh? Oh, wir müssen aufpassen. Was? Ich wollte... Nein! Wir müssen uns schützen. Wir müssen nur... Ah, verdammt. Wir können hier nirgendwo... Jetzt? Oh Mann. Moment. Heiltrank. Komm schon. Ah, das Feuer ist brennt aus der Haut. Alles im grünen Bereich. Ah, fuck. Ich habe hier voll die Übersicht verloren gehabt. Nein. Die Straße. Wie ist es hiermit? Na los. Komm schon. Kein Grund zur Sorge. Adieu. Was? Und hau ihm voll eine rein. So. Oh, scheiße. Kein Problem. Ich bin überwältigt. Ja, Ziele nicht. Okay, das war. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Ah, okay, natürlich. Es ist schon wieder lange her, dass wir gegessen haben. Haben ja gewartet, bis es wieder Abend war. Aber wir haben unser Jagdziel erledigt. So. Moment. Jetzt, da es ja dunkel ist, könnten wir eigentlich... Ah, okay, immer nur ein Jagdziel. Ja. Oh je, Gladiolus wird krank. Oh, 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 oh. Okay, überleben wir. Gut zu wissen schon mal. So, wieder einen weiten Weg zurücklegen und dann legen wir uns wieder schlafen. So, vor. Und
Boah! Und wir haben eine Straße erreicht. Eine Pipeline. Rohre. Aha. Auch interessant, wo das hingeht. Die ganze Gruppe hier wieder unterwegs. Ich bin mal gespannt auf die nächsten Bilder. Ob Prompto überhaupt so viele machen konnte jetzt am Tag. Wenn wir ja jetzt ja gewartet haben, bis es Nacht ist, hat er vielleicht zwischendurch dann auch Bilder gemacht? Ich weiß es nicht. Okay, hier können wir nicht mehr teleporten. Wir sind zu nah an den Menschen. Die könnten etwas ahnen. Deswegen halten wir uns zurück. Und zum Glück ist der Viecher jetzt nicht alles gekommen. Alles okay? Brauchst du eine Pause? Geht schon. Komm schon. Zeit für eine Pause. Wir bräuchten mal wieder ein Lagerfeuer. Das wäre nicht schlecht, ne? Nacht. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Aha. Ist das ein Tipp? Oh, hallo. So, wir haben... Ach, komm. Scheiß doch drauf. Scheiß doch einfach drauf. So, wir nehmen jetzt hier erstmal den Laden auseinander. Willkommen. Hallo. Yes. Alles noch dran? Jagdauftrag erledigt. Oh, yes. Wieder mehr Geld und super Elixier. Super. Wir brauchen noch einen, um einen Rang aufzusteigen. Interessant. Und eigentlich haben wir ja doch noch was, ne? Ich bin ganz froh. Nein. Wir haben da noch eine Jagd. Alle schwere. Die würde ich auch noch gerne machen. Es gibt da natürlich mehr Geld nochmal, aber es ist halt Stufe 8. Ist schon wieder ein bisschen mehr. Aber in der tiefsten Dunkelheit dürfen die ja kommen, ne? Wir zählen auf euch. So. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, da machen wir das eben schnell. Und dann will ich sehen, wie das ist, wenn wir einen Rang da aufsteigen beim Jagen. So, wo ist das? Ja, das geht auch noch. Also ich finde, das geht noch voll klar. Die Zeit haben wir. Ja, die mit ihrem MI, da prahlen sie schon fast rum. Ekelhaft. Ekelhaft. Wir kommen von der Schlacht und sind einfach stolz auf uns, aber prahlen damit nicht rum. Sehr widerlich. Widerlich! So, weiter geht's. Die ganzen Boys wieder mit am Start. Jetzt wird's swaggy. Hey! Lass den Quatsch! Hoppala! War ein Ausrutscher. Huch, jetzt habe ich dir die Klinge in den Bauch gestoßen. Noctis, keine Ausreden. Da hinten, hinter den Felsen. Oh, da noch was? Wir lernen einfach nicht draus. Wir lernen einfach gar nichts draus. Grünes Halsband. Aha. Warum darum? Einfach darum. Da gehen wir rum. Warum? Einfach darum. Genau. So. Jetzt kommen wir langsam ins Jagdgebiet. Aufbäumen der Gejagten. Mega Mereis. 2 Mesmereis. 4. Okay, 2 verschiedene Arten. Scheinbar. Also die 2 großen. Wird wahrscheinlich. Könnte ein bisschen schwieriger werden, der Kampf. Wir müssen gut vorbereitet sein, aber das sollten wir ja sein. Moment. Apropos vorbereitet sein. Hoppala. Mache ich mal hier den Eiszauber. Der ist ein bisschen stärker momentan. So, hier müssen die Eis sein, ne? Hallo, wir sind da. So, ich nehme mal schon mal das Riesenschwert. Hallo? 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 Komisch. Kriegen wir noch irgendwelche Infos? Oder kommen die jetzt nur tagsüber? Tagsüber. Och nein, oder? Scheiße. Ach, natürlich.
Da sollte man sich das besser durchlesen. Das ist natürlich jetzt meine Schuld. Ah, fuck. Warte mal. Karte. Sowieso mal rein. Gibt's hier irgendwo einen Rastplatz? Ah, viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Da müssen wir dann natürlich wieder... super. Okay, tut mir leid. Wir müssen wieder zurück. Den ganzen Weg wieder zurück. Augen auf! War keine Absicht. Hey, Noctis macht die Augen auf. Du haust uns sonst die Augen raus. Ich finde das so cool. Was? Hoppala. Entschuldigung. Verdrückt. So. Noctis geht erstmal kacken. Och, Noctis. Also sowas. Musst du das jetzt machen? Ja, das muss ich. Puh, denn ich bin der Prinz. Ich kacke hin, wo ich will. So, wir haben 1 Uhr nachts. Wir müssen uns vor dem Sicher schützen. Was hast du denn für ein Problem? Das ist gefährlich. Könntest du damit mal aufhören? Niemals. Ich bin der Prinz. Du kannst mir gar nichts vorschreiben. Knapp 200 Meter noch. Wir sind gleich da. Wir sind ja gleich da. Oh, der arme Gladiolus. Der hat so viel Husten und niest und der Arme. Der braucht mal ein schönes Hustenbonbon oder hier. Dem könnte ich mal so ein Bad empfehlen. So ein Wintererkältungszeitbad. Das wird ein Gladiolus ganz gut tun, glaube ich. So mit Eukalyptusgeruch. Vielleicht so eine Aloe Vera Pflanze. Aloe Vera finde ich auch ganz schön, ne? Ah, ich rede schon wieder irgendeinen Spaß. Ich bin müde. Ja. Ist ja auch schon ziemlich spät. So. Wir gehen mal schön in die Haie. Das ist so teuer immer. Aber wir gehen ja einfach mal in die Haie, ne? So. Hallo auch. Ein Zimmer wäre frei. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Oh ja. Das tue ich auch immer nach einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Klingeling, da kommt der Eiermann und sagt uns, ein Tag ist vergangen. Hurra! Das Zimmer ist echt cool. Oh, oh, Stufe 7. Geil. Und prompto, Stufe 3, neuer Filter, Erinnerung. Cool. So. Neue Bilder. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Das ist echt gut. Das ist nicht schlecht. So. Hier. Ah, beim Blumenpflücken und Gladiolus, der tritt einfach drauf. Scheiß drauf. Oh, das hat irgendwie was. Das hat irgendwie was. Da am Suchen. Und hier? Oh, am Kämpfen? Ah, der Noctis wieder. So Beweisfotos. Heimlich, ne? Heimliche... Das hat auch irgendwie was. Ja, davon... Ich weiß nicht. Das finde ich ganz schön. Das können wir eigentlich abspeichern. Oh. Ah, das ist unser Album. Okay. Und so kommen wir zurück. Machen wir das mit dem Filter? Wahrscheinlich nur beim Teilen, nehme ich mal an. Oder? Geht das im Album? Ansehen? Ja, das ist unser erstes Bild, weil sie sehr sympathisch ist. So, da, das haben wir ja alles bisher, das haben wir ja schon gesehen. So, mehr würde ich jetzt auch nicht speichern. So. Und ein neuer Start in den nächsten Tag. Okay. Guten Morgen. Den wünsche ich ebenso. Und ich würde sagen, mit morgen kürzen wir das mal eben ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy 15. Das war gerade voll komische Absage. Egal. Ich bin auch müde. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann.